Und Herr Krings, eins will ich Ihnen auch sagen. Wenn Sie sagen, anhand einer solchen Sequenz könnte man das nicht beurteilen, Ihr Innenminister konnte das. Aber eines, das will ich Ihnen denn schon deutlich sagen. Traumatisierte Flüchtlingskinder, die so Schreckliches erlebt haben, die nimmt man in den Arm und nicht in den Würgegriff, meine Damen und Herren. Es ist und bleibt notwendig, dass demokratische Kräfte hier Haltung zeigen und klarmachen, dass die Menschen, die zu uns kommen, anständig behandelt werden. Unsere Solidarität, und ich hoffe, die Solidarität des ganzen Hauses, muss all jenen gehören, die gegen rassistische Hetze auf die Straße gehen und die die Flüchtlingshilfe unterstützen. Und da meine ich die Kirchen genauso wie die Antifa-Bewegung und Nachbarschaftsinitiativen und viele andere Menschen mehr in diesem Land. Die müssen wir stärken. Und ich sage Ihnen im Übrigen, meine Partei in Sachsen, die steht an der Seite genau derer. Und es ist kein Zufall, dass die meisten Büros in Sachsen, die von Abgeordneten angegriffen werden, eben Büros der Linken sind. Das ist wirklich kein Zufall, meine Damen und Herren. Und deshalb, ja, ich bin für Ihren letzten Satz, Entschlossenheit. Lassen Sie uns die gemeinsame Botschaft nach außen tragen, dass wir aufstehen müssen für mehr Mitmenschlichkeit in unserem Land und in Europa. Herzlichen Dank.